Wir hören ja häufig von dem Wort New Start etwas. Wer kann mir sagen, und die Streber unter euch jetzt bitte, die mal nicht sagen, wofür steht das Wort R in dem gesamten Wort New Start? New Start. Ich will jetzt wissen, wofür das R steht. Die Streber dürfen nichts sagen. Alles Streber unter euch. Ja? Also, Rest oder auf Deutsch Ruhe. Wenn ihr so an Ruhe denkt, was kommt als erstes in den Sinn? Wie? Schlafen, genau. Okay, dann reden wir mal heute kurz über das Schlafen. Ich werde euch nicht lange aufhalten hier. Ich glaube, es ist überflüssig zu erwähnen, weswegen Schlafen so wichtig ist. Wenn ihr so an die Organe des Körpers denkt, was glaubt ihr, für welches Organsystem? Es gibt ja so Organsysteme im Körper, das Kreislaufsystem, das Nervensystem, das Bewegungssystem, das sind so die Systeme des Körpers. Für welches System ist Schlafen am wichtigsten? Für Nervensystem, genau. Das heißt, wenn ihr sehr gereizt seid und ständig mit allen Leuten schimpft und immer genervt seid, etwas mehr schlafen hilft dann schon schnell. Generell ist beim Schlafen, das Schlafen ist sehr individuell. Also das, was ich heute hier erzähle, das muss nicht auf jeden zutreffen. Aber die Schlafforschung hat einige Ratschläge erarbeitet in den letzten Jahren, die ich kurz mit euch teilen will. Wer glaubt von euch, dass er genug schläft? Bitte aufzeigen. Ruben, du zeigst auf, das ist gut. Und die anderen schlafen zu wenig? Was glaubt ihr, wie viel, jeden Tag 10 Stunden, Herbert, das ist beneidenswert. Das ist wirklich beneidenswert. Also, wie viele Stunden soll man so pro Tag ungefähr schlafen? Genau, also Minimum 7, 8 ist schon besser, aber auch nicht zu viel. Also für einen Erwachsenen wird es dann ab 8,5 bis 9 Stunden dann auch, kann es zu viel werden. Einige Schlafregeln. Ich will euch das Erste oder das Wichtigste, was mir aufgefallen ist, als ich mich damit beschäftigt habe, zuerst sagen. Der Mensch ist ein rhythmisches Wesen. Und genau wie bei anderen Aspekten im Leben, das ist sehr laut gerade, ist es auch beim Schlafen komischerweise sehr wichtig, dass man sich an einen Rhythmus hält, dass man also zur gleichen Zeit schlafen geht und zur gleichen Zeit aufsteht. Jetzt nicht punktuell auf die Minute, aber wenn man, also das hat die Schlafforschung gezeigt, wenn man es schafft, über einen langen Zeitraum zu einer ähnlichen Zeit schlafen zu gehen, 10, halb 11, 11, halb 12, ist egal, und dann auch wieder zur gleichen Zeit aufsteht, dann gerät der Körper in einen Rhythmus und die Schlafqualität verbessert sich. Was natürlich auch bedeutet, dass man auch am Wochenende oder in den Ferien sich daran hält. Ja? Ich habe das häufig so gemacht, dass ich über die Woche eben früh aufstehen muss und dann am Sonntag lange schlafen. Prompt, was passiert? In der Nacht von Sonntag auf Montag schläft man schon nicht mehr so gut, weil man eben zu lange geschlafen hat. Das ist ein Punkt, den man bedenken kann. Der zweite Punkt, was ist mit Siesta, mit Mittagsschläfchen? Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Das ist was Gutes. Aber zwei Gesichtspunkte bei der Siesta beachten. Man sollte es nicht länger als 20 bis 30 Minuten betreiben. Also 2 Stunden Mittagsschlaf samstags nachmittags ist nicht förderlich, weder geistlich noch körperlich. Und man sollte es vor 15 Uhr halten, dieses Mittagsschläfchen. Und dann ein dritter Punkt, den ich selber auch nicht so realisiert hatte, den ich interessant fand. Bettliegezeit ist nicht gleich Schlafzeit. Das heißt, im Bett rumlungern und lesen und so weiter, sollte man versuchen, auf ein kleineres Maß zu beschränken. Also nicht den ganzen Tag im Bett verbringen, weil das ruiniert auch den Schlafrhythmus. Was habe ich noch? Ach ja, Abendessen. Wie viele Stunden solltet ihr vor dem Schlafen gehen, mindestens vergehen lassen zwischen Abendessen? Anna sagt 4, 3. 2 bis 3 sind vernünftig. Sollte man Sport
kurz vorm Schlafengehen betreiben. Das sind ja so offensichtliche Sachen, das wisst ihr alles, ihr seid ja eh alles Streber. Schlafzimmerhygiene. Das ist jetzt etwas, was ich sagen muss, das schlagen die vor, aber ich glaube, da sind die Menschen sehr individuell. Also die Schlafforscher schlagen vor, dass das Schlafzimmer komplett dunkel ist. Ich weiß, dass das bei mir nicht funktioniert, wenn ich dann nichts mehr vor Augen sehe, das macht mich nervös. Aber die sagen, ein komplett dunkles Schlafzimmer, eher kühl als zu warm und Geräusche vermindern oder auf ein Minimum beschränken. Aber das sind nur so einige Ratschläge, das muss jeder für sich selber herausfinden. Ich habe mal gegoogelt, was im Internet oder in diesen ganzen Computerprogrammen Ellen White zum Thema Schlaf sagt. Und 80% aller Zitate von Ellen White liefen darauf hinaus, dass die eine Stunde vor Mitternacht zu schlafen, aber das wisst ihr wahrscheinlich auch alle, doppelt so wert ist, wie dass man nach Mitternacht schläft. Das heißt, wenn ich von 10 bis 4 schlafe, sind dann mathematisch sind das 6 Stunden, aber sie sind mehr wert als von 12 bis 7 zum Beispiel oder von 1 bis 8 oder was auch immer. Das sagt Ellen White dazu. Gut, ich will euch noch einen schönen Vers zum Schlafen mit auf den Weg geben und dann bin ich auch schon fertig. Psalm Kapitel 4, Vers 9. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Wahrscheinlich die beste Schlafmedizin.